Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War 3. Tja, in der letzten Folge haben wir hier die Gärten erreicht und Hera hat uns hier diese völlig unbegründeten Anschuldigungen gemacht. Als ob ich an allem schuld wäre und die an gar nichts. Aber darauf wird geschissen. Wir wollen einfach nur durch diese Gärten durch. Und sie meinte höhnisch, das würden wir nie schaffen. Tja, belehren wir sie eines Besseren. So, ich meine, klar, das ist ein bisschen labyrinthisch hier, aber... Pff. Oh je. Ich habe eine Vorahnung. Ich kann mich noch an die Stelle hier erinnern. Miese Satyrn, genau. Oh. Ich hasse diese Viecher. Hoffentlich hat's wehgetan. Die haben so eine unorthodoxe Art, sich zu bewegen, die kann man kaum voraussehen. Ey! Das ist der Wahnsinn. Gesockse. Ja, mit dem Scheißding. Autsch. Oh. Puh. Geht die Tür wieder auf? Nein. Jetzt hätte ich nämlich die grüne Kiste gebraucht. So. Ah, hier haben wir doch eine. Weg von meiner Kiste. So. Puh, gut, damit werden wir wieder geheilt. Da scheinen Zweige zu sein. Sie sind allerdings frisch und können nicht verbrannt werden. Ah. Müssen wir die erst irgendwie austrocknen. Noch so jemand? Aha. Rote Kisten und versteckte goldene. So, hopp, ein Auge. Ist hier irgendwas? Nö. Gut. Okay. Was haben wir hier Feines? Der Boden ist mit einem Text geschmückt. Wer den Stein des Hyperion besitzt, kann die wahren Wege der Götter erfahren. Schauen Sie in den Stein und erkennen Sie die Wahrheit. Aha. Dafür ist der Pokal also gut. Das Räumliche ein bisschen verzerrt. Wir können zum Beispiel Treppen benutzen, die eigentlich gar keine sind. Hier zum Beispiel links. In seinen Augen sieht das aus wie eine Treppe, die nach oben führt. Auch wenn das nur eine Platte ist. Aber momentan können wir hier nicht viel unternehmen. Seht ihr? Ja, der Effekt ist wieder verschwunden. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nur mal kurz demonstrieren. Irgendwo gab es doch irgendwas zum Schieben. Okay. Probier ich es eben nochmal. So.
hier ist zu, also. Ach so. Alles klar. Seht ihr, jetzt könnte ich hier das da als Treppe benutzen, obwohl das räumlich gar nicht möglich wäre. Hm. Augen der Statue haben sich geschlossen, bla 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 bla. So, das Brett machen wir auf. Aha. Ah, rote Kiste. Uiuiui. Bodenloser Abgrund. Bitte nicht reinfallen. Ah. Minotaurenhorn, okay. Ah. Hier haben wir unsere verschiebbare Säule. Und ihr seht, oben drauf ist schon so ein Treppenstück. Werden wir auch brauchen. Ah ja. Okay, wenn dieser Kegel hier drin ist, verändert sich einiges, alles klar, aber es sollte möglichst auch so bleiben. Deswegen schieben wir das Ding erstmal da rein, damit das Wasser da reinfließen kann. Bleibt das wenigstens so. Gut. Was war noch? Halt, komm mit. Ach, die schon wieder. Du dummer Sterblicher. Du wagst es uns zu trotzen. Ups. Glaubst du, du kannst einfach so gehen? Noch sind wir nicht fertig. Schwinde endlich. Was hast du getan? Was hast du mir angetan? Liegst im Dreck, mehr nicht. Du Feigling. Du zerstörst alles, was du anfasst. Viel Glück mit deiner kleinen Hure, Pandora. So, also jetzt reicht's. Endlich dein Maul. Natur ist verwelkt. Aber man hat echt die Schnauze voll von der. So, die Zweige dort verbrennen wir. Ah, ja. Ich verstehe. An deren Leiche können wir jetzt benutzen, um die hier erstmal abzulegen. Wie war das jetzt nochmal? Oh, komm mit. Nutzloses Ding. Ah ja, dort läuft Wasser runter. Und solange die hier drauf liegen bleibt, bleibt dieser Effekt auch erstmal erhalten. Jetzt brauche ich wieder meine Treppensäule. Boah, los! Das Ding auch mit Wasser. Ja. Fließt das Wasser jetzt hin?
abhauen. Schön. Muss ich eben Heras Leiche da rein platzieren. Aber erstmal versuchen, eine Treppe zu bauen. So, räumlich sieht es so aus, als wäre das jetzt eine Treppe. Deswegen können wir das auch so benutzen. Obwohl das Ding an einer völlig anderen Stelle steht. Schon ein sehr intelligentes Rätsel. So, bevor der Effekt nachlässt. Schnell hier rauf. Und die Tussi hier reinschmeißen. Gut. Ah ja. Jetzt sind die ganzen Brücken gebaut. Jetzt muss ich nur noch den Weg hochgehen. Sehr schön. Obwohl eigentlich nicht. Ich habe was vergessen. Ich brauche den Effekt länger als bis dahin. Deshalb muss ich die Treppe hier wieder umstellen. So, bleibst du jetzt mal hier stehen. Ja, du musst nicht wieder anzeigen, dass das Wasser jetzt so fließt. Oh, interessiert das Wasser noch? So. So, hier rauf. Bis ganz nach oben. Ha, zum Glück ist der Weg nicht lang. So. Hätten wir das. Hat er das einfach kaputt gemacht? Egal. Was wäre, wenn ich jetzt zurückgehe? Ich am Arsch. Ja. Gut. Ach, da hinten. Alles klar. Eine andere Sicht der Dinge. Ja, ja. Los, mehr. Bring mich da rüber, du. Werdet mal nicht frech. Wenn ihr mir schon Ärger macht, könnt ihr mir auch mal helfen. Und hopp. Schön. So, hier können wir unsere Magie auffüllen. Tja, an Göttern dürfte jetzt aber nicht mehr viel da sein. Poseidon ist tot. Apollo, sag ich schon. Helios ist tot. Na gut, Aphrodite lebt noch, aber. Ihr wisst schon. Tja, Hermes ist auch tot. Hades ist tot. Meine Fresse. Hera ist auch tot. Halbgott Herkules ist tot. Tja, damit bleibt nur noch einer. Der Chef von dem ganzen Verein. Mr. Groß und Mächtig, Mr. High and Mighty, Mr. Hey, du geh von meiner Wolke runter. Der Typ ist noch übrig. Aber den schaffen wir auch. Skorpione? Was soll denn der Quatsch jetzt? Ah, stimmt ja.
Wir haben ja noch einen tierischen Boss. Das war wenigstens eine Abwechslung von diesen ganzen komischen Kriegern, die die immer schicken. Ah, eine goldene Kiste, sehr schön. Die letzte Phönixfeder. Federnropfen, ne? Gut. Damit ist die Magie vollständig. Komischer Aufzug, aber egal. Wir müssen ja leider noch dieses dämliche Labyrinth betreten. Und das ist eine ziemlich nervige Angelegenheit. Gut, dann sind wir unten. Mal sehen, ob es hier was gibt. Nö. Okay. Das Wasser sieht schön aus. So. Ah ja, wir brauchen etwas Licht. Halten aber nicht viel aus. Mensch, ihr sollt kaputt gehen. Guck nochmal. So. Mehr von diesen kleinen Stachelmonstern. Na, na. Wusste ich's doch. Braucht man kein Licht. Alter Falter. Mach was ich will, Athene. Nachher, deren Geist existiert ja noch. Als ob die was zu sagen hätte. Ah ja. Ist hier irgendwas versteckt? Nö, sieht nicht so aus. Oh, scheiße. Hallo, Labyrinth. Da hinten ist scheint schon Pandora zu sein, die so leuchtet. Was haben wir hier? Notizbucheintrag. Das Herz des Labyrinths hängt an der großen Kette, im Gleichgewicht zwischen dem Hades und dem Olymp. Gerät eine Seite ins Schwanken, wächst oder fällt die Macht des Labyrinths entsprechend. Das Gleichgewicht ändert sich auf ewig. Und wie immer werden die Menschen die Leidtragenden sein. Daedalus-Tag 3600 bla bla. Die Menschen, die Leidtragenden sein, das ist hier sowas von Schnurz. Okay, hier gibt es sonst nichts weiter, also flattern wir darüber. Die Höhlen. Eieieiei. Da hinten ist Pandora. Und wir werden noch ein bisschen brauchen, bis wir an sie rankommen. Ach. Wer hängt denn da? Ist das der Lohn für deine Arbeit, Daedalus? Das Geschenk des Hades. Flüssiges Feuer. Das kommt zuerst. Dann das Geschenk des Borgers. Den Eissturm. Der gibt mir die Macht. Die Macht, mir meinen Sohn zurückzuholen. Oh, scheiße. Nein. Nein, nicht ihr. Ah, au. Naja, mal wieder ein paar Zyklopen. Das ist doch auch was. Und sagen, erledigt. Komm schon, es kommen schon wieder zwei neue. Fluch der Kacke, noch eins. Aua, einer von denen ist anders. Hey. Boah, ey. So, Hühnerauge. Sind wir dich schon mal los? So, jetzt den mit der Holzkeule. Den können wir nämlich reiten. Oh. Die machen einen ganz schön fertig. Au.
Mensch. Hey. So. Jetzt machst du, was ich dir sage. Mach doch mal deine Hand gemessen. Alter, die haben wir nämlich ganz schön viele. Los, reiß dich zusammen. Ein bisschen musst du noch machen. Okay. Was ist das jetzt mit deinem scheiß Auge? Okay. Ist der schon mal erledigt. Gleich der nächsten ran. Zack. Und zack. Next. Zielen und nicht schielen. Okay, das war gut gezielt. Einer weniger und jetzt wird wieder einer weniger gemacht. Okay. Na, wie gefällt's euch? Ihr habt nur ein Auge. Und das wird auch noch geblendet. So, das dürfte der letzte sein. Das war doch mal eine schöne Klopperei. Bald ist mein Sohn wieder bei mir. Es ist erbaut. Meine Berechnungen sind fertig. Sie sind korrekt. Es gibt keinen Zweifel an meiner Loyalität. So, Kisten auf. Wahrscheinlich noch Augen und Minotaurenhörner rausholen. Ja. Gut. Dann ist Gesundheit auch wieder fertig. Und wird zugleich noch voll aufgefüllt. Die Trophäe Augenweide. So. Gut. Gut, bevor wir das Dokument lesen, würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Passt gerade perfekt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht treffen wir dann schon auf diesen Mutterskorpion oder so, was auch immer. Also, tata!